Ich nutze ja schon seit längerer Zeit zum Entrauschen und Nachschärfen meiner Fotos Topaz Denoise bzw. Sharpen AI. Und nun hat Topaz ein neues Produkt angekündigt und schon als Beta-Version veröffentlicht. Und das ist Photo AI. Und das ist im Prinzip ein bisschen ein Autopilot, der alles zusammen machen soll, also Denoise, Sharpen und Gigapixel. Und ich habe diesen ein bisschen getestet. Ich habe drei verschiedene Fotos einmal durchgetestet oder werde diese in diesem Video durchtesten. Schauen, was kann das Programm, wie ist der Aufbau und auch verglichen mit den, sagen wir, konventionellen Programmen, eben Denoise, Sharpen AI und Gigapixel. Und möchte dann ein bisschen darauf eingehen, was die Vorteile sind und es gibt auch gewaltige Nachteile und ein bisschen ein Resümee ziehen, für wen kann dieses Programm nützlich sein und für wen würde ich es wirklich nicht empfehlen. Starten wir gleich mit einer kurzen Demo von Photo AI. Und zwar möchte ich diesen Steinbock hier bearbeiten, den ich im Sommer auf einer meiner Workshops fotografieren konnte. Und wenn ihr genau hinschaut, etwas peinlich, aber ich hatte die falschen Settings drin. Der Steinbock hat sich vorher noch bewegt, ist ziemlich zügig gelaufen und ich habe dann die Verschlusszeit vergessen runterzustellen und hatte dann halt 12.800 ISO. Das Bild ist an und für sich scharf, aber ihr seht schon, es rauscht relativ gewaltig. Ich werde jetzt hier die Schärfung, die Rauschreduzierung auf 0 setzen in Capture One, damit das wirklich alles jetzt von Topaz gemacht werden kann. Das heißt, ich öffne es hier in Photo AI. Ich tue das immer als TIFF exportieren und dann bearbeiten. Photo AI kann auch mit den Rohdaten umgehen. Ich habe dann nur die Erfahrung gemacht, dass ja die Rohinterpretation von Capture One mir deutlich besser gefällt als die von Topaz. Und ich nehme hier die 200% Ansicht, damit wir die Unterschiede wirklich möglichst gut sehen. Das wird jetzt ein paar Sekunden dauern. Er macht hier verschiedene Sachen. Einerseits versucht er das Motiv zu erkennen, so dass wir automatisch eine Maskierung machen könnten und nur gewisse Bereiche entrauschen. Er hat keine Gesichter entdeckt, also das Objektivmotiv seht ihr hier, hat er eigentlich recht gut entdeckt. Keine Gesichter, unser Motiv ist fokussiert und starkes Rauschlevel. Und was Photo AI vorschlägt, ist das hier, was mir überhaupt nicht gefällt. Das ist ein wirklich weich gebügeltes Foto. Sagt mir nicht zu, aber ich kann ja noch ein bisschen feintunen. Ich gehe hier mal auf die Noise Reduction und ihr seht, die ist bei Normal. Ich möchte nicht wissen, wie die bei Strong aussehen würde. Ich nehme jetzt aber hier die Stärke einmal etwas zurück. Auf 27, dann geht es wieder ein bisschen. Ihr seht, unten links wird die Vorschau geupdatet. Und das ist für meinen Geschmack immer noch relativ scharf. Und ihr seht hier auch den ganzen Aufbau relativ gut. Ihr könnt hier Gesichter wiederherstellen oder besser machen. Das geht natürlich nur, wenn hier oben überhaupt ein Gesicht erkannt wurde. Und dann habt ihr im Prinzip die üblichen Remove Noise, also Entrauschen wie Denoise, Nachschärfen wie Sharpen AI. Und unten habt ihr noch eine Vergrößerung, die ihr einstellen könnt, hier mit im Prinzip ähnlich wie Gigapixel AI das anbietet. Also man hat wirklich alle Programme hier in einem. Und ihr seht hier, selbst wenn ich die Rauschunterdrückung auf 1, also auf die schwächste Stufe stelle, ist sie immer noch relativ stark. Also einerseits verblüffend, wie viele Details erhalten werden, muss ich schon sagen. Trotzdem wirkt das ein klein wenig künstlich weich, fast schon. Ist aber das Schwächste, was ich hier machen kann. Ich werde jetzt das Bild einmal so sichern. Und zwar werde ich es überschreiben. Tönt vielleicht auf den ersten Moment komisch, aber das war ja eine TIFF-Kopie, die ich nur für die Bearbeitung in Photo AI gemacht habe. Und wenn die überschrieben ist, kann ich das Bild direkt nachher in Capture One, habe ich es wieder im Katalog importiert. Für Test Nummer 2 habe ich mir hier ein Foto rausgesucht, das leider unscharf ist. Das ist ein Kampfläufer im Abflug. Ich bin mir nicht sicher, er könnte leicht aus der Schärfenebene draußen sein, zumindest wirkt es ein bisschen so. Und ich glaube auch, die 2000stel Sekunde war etwas zu lang bereits. Ich habe es hier minimal zugeschnitten. Ich würde euch immer empfehlen, das Bild nicht zu viel zuzuschneiden, dass ihr nachher noch Spielraum habt. Aber wenn man es schon vor der Prozessierung ein bisschen zuschneidet, geht es einfach schneller. Und wie vorher schon, Schärfe, Entrauschen und so habe ich auf 0. Das heißt, ich wähle jetzt hier wieder Photo AI aus. Das Foto wird momentan geladen und die Vorschau erstellt und
Photo AI hat eigentlich das gemacht, was ich wollte, nämlich es hat erkannt, dass das Rauschlevel relativ tief ist, das heißt, es wird nicht groß entrauscht, aber dass mein Motiv außerhalb defokussiert ist. Es erkennt auch das Motiv relativ gut, wie ihr hier seht. Und wenn ich jetzt hier auf 200% reinzoome, dann sehen wir eigentlich ähnliche Muster wie zuvor. Die Einstellung ist relativ aggressiv in der Standardeinstellung. Ich kann die natürlich hier ein bisschen zurücknehmen. Und hier muss ich sagen, sieht es jetzt doch deutlich besser aus. Also es ist nicht mehr so überschärft. Mit dem kann ich relativ gut leben. Ich werde das einmal so speichern, wiederum überschreiben. Und anschließend das dritte Bild, das ich noch kurz testen möchte, ist dieser Fuchs hier, den ich vor Jahren aufgenommen habe, damals mit einer geliehenen 7D und dem 100 bis 400 mm Objektiv. Das war ein bisschen zu kurz. Ich fand die Szene aber recht cool. Ihr seht hier eine Ringdrossel, die der Fuchs im Schnabel hat, ein Küken, und weniger schön hier oben die Männchen und Weibchen, die Eltern, die ein bisschen Panik geschoben haben, die ganze Zeit natürlich, weil der Fuchs sich das Junge geschnappt hat. Aber ich fand die Szene irgendwie noch interessant. Das Problem ist nur, wie gesagt, 18 Megapixel und dann noch gecropped. Man hat nicht mehr ganz so viele Details. Und hier möchte ich einfach schauen, die Upsizing-Möglichkeiten von Photo AI, wie sich es hier so schlägt. Nun ist es an der Zeit, die Ergebnisse anzuschauen. Und ich würde sagen, wir starten gleich einmal mit diesem Steinbock. Zoomen wir einmal rein. Und ich habe hier drei Varianten. Einmal das Original überhaupt nicht bearbeitet. Dann mit meinem normalen Workflow, also mit Topaz Denoise, und ganz rechts das Photo AI, wo ihr gesehen habt, welche Einstellungen ich gemacht habe und alles. Und erstens einmal muss ich sagen, finde ich es immer noch erstaunlich bei beiden Topaz-Programmen, wie viel Rauschen weggeht, ohne dass die Details zu stark leiden. Aber Details sind ein wichtiger Punkt, und ich finde, hier schneidet Photo AI einfach nicht so gut ab. Es erinnert mich ein bisschen an, zumindest an die Version von Pure Raw, die ich glaube, vor 1,5 Jahren einmal getestet hatte. Wenn wir hier auf den Bereich der Hörner schauen beim Steinbock, es wirkt einfach irgendwie zu stark weich gebügelt. Und auch im Fell um das Auge herum, irgendwie finde ich, fehlen da schon fast Details. Hier finde ich Denoise deutlich besser. Also hier habe ich, wenn ich mit dem Original vergleiche, nicht das Gefühl, dass es weich gebügelt ist. Selbst vorne da über der Nase sieht man noch ein bisschen Details, und es hat noch so ein Müh an natürlichem Rauschen. Vielleicht hilft das einfach. Und bei Photo AI, ihr habt gesehen, ich hatte den Rauschentfernungswert auf dem tiefsten auf einer 1. Das ging nicht weniger. Und ich denke, hier ist einfach die Stärke von Denoise die Kontrolle, die wir halt haben, dass ich ein bisschen die Parameter tunen kann, wie ich möchte. Also das war das erste Beispiel, wie gesagt, wo es darum ging zu schauen, wie gut entrauscht Photo AI praktisch. Jetzt das zweite Beispiel des Kampfläufers, auch wieder stark reingezoomt. Wiederum ganz links das Original, das ziemlich unscharf ist. Dann eines, das ich mit Sharpen AI nachgeschärft habe, und dann das mit Photo AI. Hier finde ich, sind die Unterschiede nicht ganz so markant, und bei das Nachschärfen finde ich generell schwieriger, oder scheint für die Algorithmen schwieriger zu sein als Entrauschen. Man sieht nämlich praktisch immer leichte Artefakte. So auch hier, auch bei Sharpen AI. Ich habe allerdings das Gefühl, Sharpen AI macht im Kopfbereich die bessere Figur. Es sieht fast aus, als ob es stärker wäre. Wenn wir aber ein bisschen weiter hintergehen, da gegen linke Seite vom Ausschnitt vom Bild, sehen wir, dass wir dort ungefähr die gleiche Anzahl an Schärfungsartefakte haben. Und auch im Nackenbereich machen beide einen ähnlichen Job. Einfach um den Kopf herum schafft es irgendwie Sharpen AI noch deutlich mehr Details rauszuholen. Also auch hier muss ich sagen, überzeugt mich die neue Software nicht ganz. Gehen wir also mal zum letzten Beispiel vom Fuchs. Ich muss sagen, Gigapixel AI war ein Programm, das ich einmal getestet habe. Aber gekauft habe ich es mir erst kürzlich mit dem Image Quality Bundle. Vorher hatte ich nur Denoise und Sharpen AI. Und hier sehen wir einen massiven Unterschied. Ich habe hier einfach die zweifache Vergrößerung, also Upscaling vom Faktor 2 eingestellt. Ich finde, 4, 6, 8-fach macht das Ganze einfach langsam und ist auch ein bisschen übertrieben. Hier musste ich bei Gigapixel AI den Wert doch relativ stark hochziehen, damit man wirklich ein bisschen mehr Schärfe sieht. Und
viel höher verträgt es nicht. Wenn wir an den Bauch vom Fuchs schauen, da sieht man im Fell schon ganz schwache Artefakte, die hier kommen. Nicht dramatisch, ich denke, in den Gesichtspartien ist das eigentlich sehr gut. Und wenn wir auf die rechte Seite schauen, nach Foto-AI, dann sehen wir, dass wir im Gesicht deutlich mehr Details haben. Allerdings finde ich, im Fell hinten sieht es schon ein bisschen unnatürlich aus mit diesen Artefakten, auch im Stein unten dran neben den Pfoten. Auch bei den Füßen dieser armen Ringdrossel. Also ich weiß nicht, irgendwie ist mir das ein bisschen too much. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt und auch an den Beispielen gesehen habt, ich bin nicht wirklich begeistert von Foto-AI. Ich hatte vielleicht falsche Erwartungen. Ich hatte irgendwie gehofft, weil ich habe gewisse Bilder, die rauschen ein bisschen und könnten ein bisschen mehr Schärfe vertragen. Und da bin ich mir nicht sicher, soll ich sie mal ins DeepNoise schicken oder in SharpenAI. Manchmal probiere ich beides und je nach Situation ist ein anderes besser, weil SharpenAI entrauscht eben auch ganz gut. Und ich hatte mir ein bisschen gehofft, dass ich jetzt ein Programm habe, in dem ich einfach alles einstellen kann, dass ich die TIFF-Datei nur einmal exportieren muss, nur einmal öffnen. Es ist einfach nicht so, dass Photo-AI alle Funktionen von den anderen Programmen hat. Es beginnt damit, dass Photo-AI zwar eine automatische Maskierung machen kann, man kann die aber nicht bearbeiten oder sonst beeinflussen. Ihr habt gesehen, es gibt praktisch keine Parameter, die man einstellen kann, also nur sehr wenig. Auch die verschiedenen Modelltypen kann man nicht wählen und so weiter. Und teilweise sind selbst die schwächste Stufe von einem Regler ist immer noch zu stark. Ich denke, letzteres könnte sich per Software-Update eigentlich recht einfach lösen lassen. Aber ich denke, ich hatte hier einfach die falschen Erwartungen an das Programm. Photo-AI soll wohl einfach ein Autopilot sein für diejenigen, die möglichst wenig machen möchten am Computer. Einfach ein Klick und fertig. Und hier muss ich sagen, es geht natürlich so gesehen ein bisschen schneller, aber mir wäre es das nicht wert. Ich finde, die Qualität leidet zu stark. Wenn ich mit DeepNoise oder SharpenAI ein Foto bearbeite, dann geht das vom Import bis zum Export, ich würde sagen, 2, 3 Minuten. Das ist auch nicht alle Zeit der Welt. Ich mache es ja nicht bei allen Fotos, sondern nur bei denen, wo ich es wirklich brauche, die stark rauschen und ich ein bisschen größer haben möchte, also größer drucken möchte oder mal als Wallpaper haben oder so. Oder bei Bildern, wo irgendwie wirklich die Schärfe nicht stimmt, weil es eine Fehlfokussierung gab oder eben eine leichte Bewegungsunschärfe. Das sind nicht alle Bilder und da nehme ich mir dann gerne die extra Zeit und dafür habe ich diese feinen Einstellungsmöglichkeiten. Und das ist eigentlich auch meine Empfehlung an euch, wenn ihr jemand seid, der gerne das Beste rausholt aus der Kamera, auch eben in der Nachbearbeitung, dann würde ich euch wirklich eher die traditionelle Topaz Suite empfehlen, mit dem Image Quality Bundle. Also am besten DeepNoise, Sharpen und Gigapixel zusammen. Gibt teilweise relativ gute Angebote. Ich habe unten einmal einen Affiliate-Link rein. Das heißt, ihr würdet mich ein bisschen unterstützen, wenn ihr über diesen bestellt. Natürlich, wie immer, testet die Software unbedingt, bevor ihr sie kauft. Ihr könnt sie gratis 30 Tage gratis testen, macht von dem Gebrauch. Und wenn ihr das Image Quality Bundle kauft, habt ihr eben auch Zugang auf das Photo AI. Lasst mich bitte wissen, ob ihr in Zukunft ein bisschen detaillierte Tutorials haben möchtet über DeepNoise oder Sharpen AI. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß. Ciao!